Hallo zusammen, heute machen wir diese unglaublich gut aussehende Cheesesteak-Pizza. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Wir beginnen unser Video zunächst mit der Vorbereitung des Grills. In vielen Videos in den vergangenen Wochen habe ich euch meinen Masterbuild Auto Ignite vorgestellt. Der hat auch einen Pizzaaufsatz. Der Grill ist in wenigen Minuten umgerüstet und wird dann genauso über den Kohlehopper aufgeheizt. Ich starte in der Regel mit 120 Grad. Sobald der Knopf vom Auto-Igniter erloschen ist, kann ich einen Anzünder einfügen und der Grill heizt von alleine auf. Nun brauchen wir ein richtig schönes Ribeye-Steak, was wir in dünne Scheiben schneiden und in Teriyaki-Soße marinieren. Danach kommt so ein bisschen der Schnibbelkram für die Gemüseteile. Wir brauchen grüne Paprika, Frühlingszwiebel. Die schneiden wir klein. Die genauen Mengenangaben gibt es natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Ferner hacken wir noch etwas Knoblauch. Auch das kann nicht schaden. Ich habe in der Vergangenheit schon das ein oder andere Cheesesteak-Video gemacht, zum Beispiel in gefüllten Kartoffeln oder so, aber hier die Pizza-Variante steht schon sehr lange auf meiner To-Do-Liste und ich freue mich, dass ich das hier heute machen kann. Ich ziehe dann einmal sowohl die Steakstreifen als auch die Paprika-, Zwiebel- und Knoblauchteile durch meine Pfanne und kümmere mich dann um das Aufheizen des Pizzasteines. Ich habe oft die Erfahrung, dass wenn man den Pizzastein viel zu lange bei viel zu hoher Temperatur aufheizt, dass man sich nicht wundern muss, wenn die Pizza am Ende relativ schnell schwarz wird. Hier gibt es meines Erachtens zwei Wege, wie man das lösen kann. Der erste Weg ist, wir heizen den Stein nicht so lange auf. Kann man aber nicht immer hundertprozentig gewährleisten, gerade wenn man so im Garten am Fuchteln ist. Die zweite Variante ist, man nimmt ein Tuch, also ein Küchentuch, was man komplett in kaltes Wasser tunkt und dann einmal den Pizzastein kurz mit dem Tuch abwischt. Auch dann verhält sich die Temperatur danach etwas besser. So, ich habe jetzt hier meinen Pizzateig vorbereitet. Ich mache immer das Standardrezept im Thermomix. Bitte nicht schimpfen, dann mache ich daraus eine mehr oder weniger runde Pizza. Und jetzt belege ich diese mit meinen Cheesesteak-Zutaten. Ich starte mit gestückelten Tomaten und gebe dann alles dazu, was wir schon gesehen haben, plus Käse. Ich finde, die Kombination von Paprika, Zwiebel, Knoblauch, Steak in Teriyaki-Soße und zum Beispiel Cheddar eine wirklich sehr, sehr gelungene. Und deshalb ist das hier für mich auch auf dieser Pizza wirklich eine unglaublich tolle Kombination. Wenn ich so die erste Grundlage Käse gemacht habe, dann gebe ich danach meine Paprikastücke, die so, wie gesagt, einmal durch die Pfanne gezogen worden sind, damit sie nicht komplett roh sind. Gleiche gilt für das Steak. Hängt allerdings auch ein bisschen davon ab, wie heiß ist euer Pizzastein und ist es eher so eine Pizza, die so 15 Minuten dauert oder ist das eher so eine Pizza, die so in 3 Minuten vorbei ist. Bei den kürzeren empfiehlt es sich auf jeden Fall, Steak und Paprika einmal vorher anzuschwitzen. Solltet ihr eine längere Backzeit haben, kann man die Steakstreifen auch roh auf die Pizza legen und wird dann wahrscheinlich das perfekte Ergebnis haben. Es ist ja schon oft ein bisschen eine Glaubensfrage. Kommt der Belag auf den Käse oder unter den Käse? Die beantworte ich immer gerne mit sowohl als auch. Ich gebe in der Regel etwas Käse auf die Tomate und danach nochmal etwas Käse on top. Aber echte Pizzabäcker, glaube ich, die schwören darauf, nur auf die Pizza zu legen, nur auf den Käse zu legen, damit man den Belag halt auch als solchen erkennt. So, jetzt ziehen wir das Ganze auf so eine Schaufel, dann hat man die Möglichkeit, das nochmal ein bisschen auseinanderzuziehen. Und jetzt wandert meine Pizza auf den Pizzastein. Meine Pizza backt jetzt dort ein paar Minuten. Ich liebe ja diese Aufnahmen, wenn man so sieht und das etwas schneller vordreht, wie der Teig hochgeht. Das Ganze kann man natürlich auch machen mit anderen Zutaten. Man könnte jetzt Mozzarella nehmen, auch gerne Burrata oder was anderes noch mit auf die Pizza nehmen oder Rucola noch mit drauf machen. Da gibt es sicher viele, viele Varianten. Ich muss sagen, dass mich der Masterbuild sehr beeindruckt. 599 Euro für diese Funktionalitäten. Das Pizzaset muss man natürlich extra kaufen, aber grundsätzlich bietet der Grill sehr, sehr vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Natürlich werde ich jetzt auch diese Pizza probieren. Ich bin natürlich gespannt, was er dazu sagt. Teilen, liken, kommentieren ist immer gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent seid, wäre das cool, wenn ihr das noch nachholen könntet. Ihr verpasst so kein Video mehr. Ich verbrenne mir hier fast den Gaumen. Ja, macht aber nichts. Voller Einsatz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.